Jetzt sind wir live. Einen wunderschönen guten Morgen auf ja der ersten World of Trading in der Online-Variante. Dank Corona findet das Ganze nicht in Hallen statt, sondern heute live einem sehr, sehr viel breiteren Publikum. Ich freue mich über viele, viele Teilnehmer hier, die wir auf diesem Weg heute mit viel, viel Wissen auch begeistern können. Wir starten heute mit dem Martin Gösch und wir haben im Laufe des Tages, jetzt muss ich mal kurz das Programm auch rüberziehen, insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vorträge. Meine Wenigkeit spricht um 10 Uhr mit den geheimen Tipps und Tricks. Dann haben wir den Wieland Art Trade Like a Boss, sein Leitfaden zum erfolgreichen Trading. Der Dirk Hilger ist da mit Tendenzen statt Trends. Dann kommt der Michael Vogt um 13 Uhr. Heiko Behrendt, erfolgreiches DAX Scalping, also für die ganz kurzfristigen, haben wir um 14 Uhr auf der Liste stehen. Der Martin Gösch kommt um 15 Uhr nochmal auf die Bühne hier mit dem Thema profitables Trading. Trading ist keine Hexerei. Und um 16 Uhr wage ich mir mal so ein bisschen das Thema aufzumachen für die Jahresend-Rallye, beziehungsweise was passiert denn jetzt zum Jahresende hin? Mit was können wir zum Jahresanfang sozusagen starten? Das also ein volles Programm. Bleiben Sie dran. Ich freue mich auf alle Fälle. Ja, und jetzt habe ich schon den Martin Gösch hier gleich mit dabei. Man sieht ihn schon. Guten Morgen, Martin. Dein Thema. Du startest mit dem Punkt, warum viele private Trader verlieren und die 5 Schritte zum Erfolg. Martin, ich freue mich, dass du da bist und ich würde sagen, ich mache einfach aufgrund der Zeit die Bühne für dich frei und sage, let's go und viel Spaß dabei. Mike, ja, schönen guten Morgen auch an den Rest. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen hier zum ersten Vortrag im Tickmill-Raum zur World of Trading Online. Und ja, ich will auch gar nicht viel Zeit verschwenden, weil wir haben gar nicht so viel Zeit. Von daher werde ich jetzt hier mal schnell meinen Screen teilen und dann legen wir hier auch schon los. Wie immer haben wir natürlich, bevor wir starten, erstmal unser Vortragsthema hier. Ja, der Vorhang öffnet sich. Thema heute, warum viele private Trader verlieren. Woher will ich das eigentlich wissen? Naja, das sind also mehrere Dinge, die hier zusammenkommen. Ich bin halt selber schon seit einer ganzen Weile im Coaching und auch im Seminarbereich unterwegs. Das heißt, ich habe viele, viele, viele private Trader schon erlebt, auch im Live-Handel. Ich weiß, was da so abgeht vor den Schirmen. Und was jetzt für diesen Vortrag noch viel wichtiger ist, es gab vor einiger Zeit eine sehr groß angelegte Untersuchung. Da sind Live-Handelsdaten von einem großen Forex-Broker ausgewertet worden. Da sind innerhalb eines Jahres weit über 12 Millionen Trades gemacht worden. Und die Ergebnisse dieser Trades sind den einzelnen Konten zugeordnet worden. Und da ist eine sehr ausführliche Auswertung gemacht worden. Und darauf gehen wir heute mal ein. Und da sieht man wirklich sehr, sehr schön, was die Hauptgründe sind, warum die meisten privaten Trader einfach verlieren. Und ich will so ein bisschen zeigen, wie man diese 5 Hauptprobleme, die da häufig zu finden sind, wie man die überwinden kann, ja, und wie man sich als privater Trader ganz einfach mit wirklich simplen Methoden direkt mal ein bisschen erfolgreicher aufstellen kann. Ganz wichtig, der Risikohinweis, ja, Trading ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden. Die schönen Chancen auf der einen Seite, die bieten auch immer große Risiken auf der anderen Seite. Dessen sollte man sich bewusst sein. Das heißt, wenn Sie Trades umsetzen, wenn Sie Trades ausführen, sollten Sie das nur machen mit Geld, was Sie sich leisten können zu verlieren. Ja, und es ist eben immer ganz, ganz wichtig, vor allem auf das Risiko zu schauen. Und das werden wir uns nachher auch gleich noch hier im Vortrag ein bisschen angucken. Prinzipiell ist es so, dass diese Fehler, die häufig gemacht werden im Börseneinstieg, so ein bisschen aufgeteilt werden können in zwei verschiedene Kategorien. Und zwar zum einen in sogenannte technische Fehler und zum anderen in psychologische Fehler. Ja, und diese verschiedenen Varianten, die werden wir uns jetzt mal so ein bisschen anschauen. Da fangen wir an mit dem Bereich technische Fehler. Da sind 3 Hauptfelder drin, und zwar zum einen die Geschichte Kapital, Kontokapitalisierung, der Bereich Planung und natürlich der Bereich Hebel. Ja. Und da habe ich, es sind schon eine ganze Menge Teilnehmer hier im Raum dabei, was mich natürlich sehr freut, gerade beim ersten Vortrag. Ja, musste ja doch die Wecker klingeln hier, trotz Lockdown und Homeoffice großteils.
Und da möchte ich mal hier eine kleine Umfrage starten, und zwar gleich zum ersten Thema Kapital. Ja, einmal kurz, was glauben Sie denn eigentlich, welche Händler prinzipiell profitabler sind? Ja, sind das eher Händler mit größeren Konten oder eher Händler mit kleineren Konten? Ja, wenn Sie da vielleicht einmal kurz abstimmen würden, was Sie erwarten. Und dann werden wir uns gleich mal anschauen, wie das in der Realität tatsächlich aussieht. Ja, also ich sehe, es kommen hier ordentlich Abstimmungen rein. Ja, kristallisiert sich relativ stark raus. Ungefähr 75, 78, 80% der Teilnehmer hier gehen davon aus, dass Händler mit größeren Konten erfolgreicher sind. Und 20% ungefähr liegen im Bereich kleinere Konten. Okay, also ich schließe mal die Umfrage wieder. Dann werfen wir doch da einfach mal einen Blick drauf. Das, was ich hier habe, ist der Anteil profitabler Trader nach Kontogröße. Ja, und da sehen wir schon, okay, Forex Broker, wir haben häufig da keine riesig großen Konten, ja, sondern wir haben jetzt hier mal eingeteilt Kontogrößen, ja, so bis $1,000, bis $5,000, bis $10,000. Und da sehen wir hier ganz deutlich, na, auf der linken Seite, das ist hier die Angabe der Profitabilität. Und auf der rechten Seite, da sehen wir, mit welchem Hebel gearbeitet wird. Ja. Und hier sehen wir ganz klar, bei den ganz kleinen Konten haben wir nur etwas über 20% Trader, die Geld verdienen am Markt. Bei den mittleren Konten liegen wir bei 33%, die Geld verdienen am Markt. Und bei den größeren Konten liegen wir schon bei fast 40%. Und da haben wir tatsächlich auch schon das erste große Problem vieler privater Trader, dass häufig die Konten einfach unterkapitalisiert sind. Ja, und wenn die Konten unterkapitalisiert sind, dann muss man natürlich, um auch ein bisschen Geld am Markt zu verdienen, höhere Risiken fahren. Ich kann das auch sehr gut nachvollziehen. Es ist ja am Ende so, niemand möchte wirklich stundenlang arbeiten, stundenlang vorm Rechner sitzen, seine Analysen machen, auf Trading-Gelegenheiten warten, geduldig sein. Ja, und am Ende des Monats hat man vielleicht $100 verdient. Ja, dann macht das Ganze keinen Spaß, dann macht das auch wenig Sinn. Dann gleicht das schon fast einer Zeitverschwendung. Und deswegen wird gerne mit kleinen Konten viel Gas gegeben. Ja, und das ist einfach ein bisschen ungünstig auf Dauer. Ja. Und von daher ist das Ganze so, dass man typischerweise mit einem etwas größeren Konto erfolgreicher am Markt unterwegs ist. Jetzt möchte ich aber um Gottes Willen nicht, dass jemand, der noch nicht profitabel ist, einfach jetzt mehr Geld auf sein Konto einzahlt und damit versucht, dann Geld zu verdienen, sondern ich bin ein großer Freund davon, wegzugehen von den Nettogrößen und seine Profitabilität am Markt prozentual zu rechnen. Ja, das heißt, dass es am Ende völlig egal ist, ob wir jetzt auf so einem Trade $50 riskieren oder $500 oder vielleicht irgendwann, wenn wir ein sehr großes Konto haben, auch mal $2,000 oder $3,000. Ja, das spielt am Ende keine Rolle, sondern es geht darum, was riskieren wir prozentual und was können wir auch prozentual verdienen. Und wenn Sie merken, dass Sie auf einem kleinen Konto anfangen, konstant Geld zu verdienen, ja, und Sie verdienen vielleicht dann im Monat 5-6% auf Ihr Kapital, dann können Sie anfangen, die Konten zu vergrößern und dann werden Sie sehen, dass das deutlich einfacher ist. Nur wenn Sie sich von diesen Nettogrößen lösen und jetzt nicht überlegen, was Sie für einen Stundenlohn gehabt haben, ja, am Ende des Monats, dann haben Sie eine gute Chance, deutlich erfolgreicher zu werden. Ja. Der zweite Punkt, den wir hier drin haben, ist der Punkt Planung. Okay. Und zum Punkt Planung ist es ganz, ganz wichtig, einmal zu wissen, wo möchte man überhaupt hin, ja, und was möchte man überhaupt erreichen. Auch dafür habe ich eine kleine Umfrage gestartet hier. Und zwar möchte ich einmal wissen, was ist Ihnen persönlich in Ihrem Trading denn wichtiger? Ja, ist das eher eine hohe Trefferquote, dass man also häufig richtig liegt, oder sind es eher hohe Einzelgewinne? Das heißt, dass Sie versuchen, die einzelnen Gewinne oder die einzelnen Trades möglichst lange laufen zu lassen und gute Einzeltrades zu machen.
Ja, und dann vielleicht auch eine etwas schlechtere Trefferquote hinzunehmen. Also das ist immer die Grundfrage bei der Planung. Und ich habe schon so ein bisschen ein Gefühl, wie das Ganze in der Abstimmung laufen könnte. Ich bin sehr gespannt, wie gleich die Ergebnisse sind, wenn alle abgestimmt haben. Im Bereich Kapital, da haben Sie ja schon ganz richtig gelegen. Ja, da waren ja 75% schon der Meinung, mit einem größeren Konto zu traden ist einfacher. Jetzt schauen wir mal, wie es im Bereich der Planung aussieht. Und es ist tatsächlich so, je größer ein Konto ist, umso einfacher wird es, damit Geld zu verdienen, konstant, weil man prozentual auf die Kontogröße eben immer weniger riskieren muss. Ja, wenn Sie ein Konto haben von 1.000 Dollar, eine Kontogröße, dann müssen Sie natürlich, wenn Sie am Ende des Monats wenigstens mal 200, 300 Dollar verdient haben wollen, müssen Sie natürlich prozentual viel mehr riskieren, als wenn Sie eine Kontogröße von 30.000 oder 40.000 Dollar haben. Ja, dann kommen Sie mit prozentual kleinen Risiken hin und verdienen am Ende des Monats trotzdem Ihr Geld. Ja. Okay, so, wir haben jetzt hier die Abstimmungsergebnisse. 58% sind für eine hohe Trefferquote und 42% der Zuhörer hier sind die hohen Einzelgewinne wichtiger. Ja, und das ist typisch, ja, dass die Mehrzahl auf eine hohe Trefferquote geht. Und wir werden uns jetzt mal anschauen, was eigentlich in der Planung zu berücksichtigen ist und was das nachher auch für Auswirkungen hat. Das Hauptproblem von den meisten privaten Händlern ist, dass sie überhaupt kein System haben, mit dem sie am Markt arbeiten. Ja, zumindest kein langfristig profitables. Da habe ich hier ein Stichwort zu aufgeschrieben, positiver Erwartungswert. Wer nicht weiß, was das ist, würde ich stark empfehlen, das einmal zu googeln und mal zu schauen, wie muss denn überhaupt so eine Strategie aufgebaut sein. Dafür haben wir hier heute leider keine Zeit. Aber es ist wichtig, als allererstes eine Handelsstrategie, ein Handelssystem an der Hand zu haben, was uns langfristig einen positiven Erwartungswert liefert. In so ein System gehören verschiedene Parts mit rein, und zwar der gesamte Teil technische Analyse. Dazu machen wir auch heute um 15 Uhr nochmal ein Webinar. Da werden wir uns den Bereich technische Analyse und Chartformationen mal ein bisschen genauer anschauen. Das ist so im Prinzip immer die Grundlage. Ich sag mal, wenn ein Trader von der technischen Analyse so gar keine Ahnung hat, dann wird es schwierig, einen Vorteil am Markt zu finden. Und wir sollten typischerweise nur dann traden, wenn wir einen Vorteil am Markt haben. Der zweite Punkt, besonders wichtig meiner Meinung nach, ist der Punkt Money Management. Da geht es dann nämlich um die Frage, in welcher Situation darf ich denn überhaupt wie viel meines Kapitals riskieren? Ja, da kommen dann so Punkte wie Risk of Ruin ins Spiel. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, bei meinem Handelsansatz pleite zu gehen? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das wollen wir als professionelle Trader natürlich gen Null haben, die Wahrscheinlichkeit. Der nächste Punkt ist das Trade Management, nämlich der ganze Bereich, wann ziehe ich Stops hinterher, wann nehme ich Gewinne mit. Ja, das ist unheimlich wichtig für die Planung. Und der letzte Punkt, wo ich weiß, dass er auch vielen privaten Händlern fehlt, ist eben die Geduld, um auf den richtigen Einstieg zu warten. Ja, manchmal ist keine Position die beste Entscheidung. Ne? Also zu entscheiden, wann man in einen Trade reingeht, ja, in Kombination mit der technischen Analyse. Da habe ich einen Punkt hier rausgegriffen, den ich für besonders wichtig halte. Und das werde ich auch gleich zeigen, warum ich den für besonders wichtig halte. Das ist nämlich einer der Punkte, warum private Händler überwiegend Geld verlieren. Und zwar ist das berühmte Chance-Risiko-Verhältnis. Ja. Was ist das Chance-Risiko-Verhältnis? Das Chance-Risiko-Verhältnis beschreibt im Prinzip das Verhältnis vom eingegangenen Risiko zum angestrebten Gewinn. Ja, und der Punkt ist jetzt einfach, um diese Dinge beurteilen zu können, müssen wir ein bisschen grundlegend technische Analyse verstehen, dass wir überhaupt eine Idee haben, an welchem Punkt wäre denn unser Trade beendet? Ja, wo ist die Linie im Sand, wo wir aus unserer Position wieder raus wollen? Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch wissen, was ist für diesen Trade, den wir hier eingehen wollen, realistisch als Gewinnziel. Ja, es macht natürlich keinen Sinn, wenn ich auf jeden Dollar, den ich verdiene, immer mindestens 10 Dollar, auf jeden Dollar, den ich riskiere, immer mindestens 10 Dollar verdienen will. Da werde ich fast nie zu meinem Ziel kommen. Also auch da geht es darum, abzuschätzen, bis wohin können denn die Märkte sinnvollerweise laufen. Ja.
Für dieses Chance-Risiko-Verhältnis ist als grundlegende Regel sehr wichtig, dass dieses Verhältnis nicht kleiner als 1:1 sein sollte. 1:1 würde dann heißen, ich riskiere das, was ich auf der anderen Seite verdienen will. Wenn wir schlechter oder kleiner sind als 1:1, dann wäre unser Risiko im Trade höher als das, was wir verdienen können. Und das wollen wir tunlichst vermeiden. Ja, der potenzielle Gewinn sollte immer größer sein als das einkalkulierte Risiko. Wie kann man dieses Chance-Risiko-Verhältnis berechnen? Das ist sehr, sehr einfach. Ich habe hier ein kleines Beispiel mitgebracht vom DAX. Nehmen wir an, wir bauen einen Trade auf im DAX mit 51 Punkten Stop und haben ein Ziel, in diesem Trade 110 DAX-Punkte zu verdienen. Ja, was ist dann das Chance-Risiko-Verhältnis? Sehr einfach, wir teilen einfach den möglichen Gewinn durch das eingegangene Risiko. Ja, das ist in dem Fall hier 110 durch 51. Und damit beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis für diesen Trade 2,16:1. Ja, das sollte man sich vor jedem Trade, den man eingeht, einmal kurz anschauen und abschätzen, macht es Sinn, dieses Risiko zu nehmen, ja oder nein? Ja, und wenn wir uns jetzt überlegen, dass wir einen Trade im DAX aufbauen mit einem Stop von 51 Punkten, ein Long Trade, und wir sehen, 30 Punkte über unserem Einstieg liegt sofort ein ganz hartes Widerstandslevel, dann macht das wenig Sinn, diesen Trade zu nehmen, ja, weil dann können wir nur 30 Punkte verdienen auf 50, die wir riskieren, und dann haben wir eben dieses berühmte CRV, was kleiner ist als 1, und das wäre sehr, sehr ungünstig. Ja, warum ist das so? Als Faustregel kann man sich so ein bisschen an diesem Bereich 2:1 orientieren. Ja, und dafür gibt es einen ganz einfachen Grund. Ja, ich habe hier eine kleine Tabelle. Ich hole mal gerade kurz mein Zeichentool hier mit auf den Screen. Dann kann ich hier noch so ein paar Sachen markieren. Der Reihe nach, ja, das, was wir jetzt hier haben, das ist der erwartete Gewinn in Risikoeinheiten. Ja, also der Verlust in Risikoeinheiten, also das, was wir an Risiko eingehen, ist prinzipiell immer 1. Ein R sozusagen, eine Risikoeinheit. Und wenn wir jetzt ein Chance-Risiko-Verhältnis 2:1 traden, dann heißt das nichts anderes, als dass unser potenzieller Gewinn doppelt so groß ist wie das Risiko, was wir eingehen. Ja, und jetzt haben wir hier in den einzelnen Spalten einmal die Gewinner in Prozent und einmal die Verlierer in Prozent. Ja, das heißt, das, was wir hier sehen, ist im Prinzip unsere Trefferquote. Und jetzt können wir hier einfach in dieser Liste schauen und sehen, okay, bei einer Trefferquote von 30%, ja, da sind wir nach 100 Trades 10 Risikoeinheiten im Minus. Bei einer Trefferquote von 40% sind wir, wenn wir immer ein 2:1 traden, nach 100 Trades schon 20 Risikoeinheiten vorne. Und das bedeutet am Ende nichts anderes. Wenn wir ein Chance-Risiko-Verhältnis 2:1 traden und wir schaffen es, eine Trefferquote von 40% zu erwirtschaften, dann sind wir profitabel. Ja? Und zwar ist man dann schon so ab ungefähr 35%, wenn wir die Kosten berücksichtigen, ab 35% Trefferquote schon plus minus null. Ja, das heißt am Ende nichts anderes, aus 10 Trades, die wir eingehen, müssen wir nur 4 richtig liegen, können 6-mal falsch liegen und verdienen trotzdem Geld. Das ist doch eine ganz hervorragende Grundausstattung für ein profitables Handelskonzept. Ja. Und die meisten Trader verfahren eben nicht danach. Ja, sondern wir haben es ja gerade gesehen, wir haben deutlich über 50% in der Umfrage gerade gehabt für den Fokus auf die Trefferquote. Ja, und da möchte ich gerade ein bisschen dran arbeiten, dass dieser Fokus auf die Trefferquote weggeht und es am Ende viel wichtiger ist, den Fokus auf das Chance-Risiko-Verhältnis zu legen. Ja, und jetzt haben wir ja gesagt, wir haben hier unsere schönen Auswertungen von wohlgemerkt über 12 Millionen Trades, die hier ausgewertet worden sind. Und da schauen wir uns jetzt mal an den Prozentsatz von Tradern mit einem positiven G&V, die also erfolgreich sind und Geld verdienen. Ja, nach dem Chance-Risiko-Verhältnis, was auf diesen Trades umgesetzt worden ist. Und das ist jetzt wirklich hier eine Kernaussage von meinem Vortrag, eine ganz, ganz wichtige. Wir sehen auf der linken Seite hier, Trader, die mit dem Chance-Risiko-Verhältnis kleiner 1:1 traden, bei denen also der durchschnittliche Gewinn kleiner ist als der durchschnittliche Verlust, die verdienen kein Geld.
ja, bei allen Tradern, die bei ihren geschlossenen Positionen in CAV kleiner 1 zu 1 hatten, die haben, da sind nicht mal 20% profitabel von. Auf der anderen Seite, die Trader, die mit einem CAV größer 1 zu 1 arbeiten, die also tatsächlich darauf achten, wenn sie eine Position schließen, dass der Gewinn, den sie gemacht haben, größer ist als das, was sie auf den Trade riskiert haben, da liegen wir bei einer Profitabilität von über 50%. Mehr als die Hälfte der privaten Trader, die darauf achten, ein vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis im Schnitt umzusetzen, sind profitabel. Ja? Und das ist wirklich wichtig, das einmal zu verstehen, worum es hier am Ende eigentlich geht. Ja, und das ist dieser Bereich Planung. Da habe ich eben deswegen dieses Chance-Risiko-Verhältnis rausgezogen. Wenn Sie sich um gar nichts weiter kümmern bei Ihren Trades, dann achten Sie wenigstens auf das Chance-Risiko-Verhältnis. Dann haben Sie schon mal eine deutlich höhere Erfolgswahrscheinlichkeit, ja, als wenn Sie das nicht tun. So, und dann haben wir hier den nächsten Bereich, nämlich Hebel. Ja, wir haben ja die Möglichkeit, unser Kapital eben komplett zu verwenden und ich nenne es jetzt mal Margin All-In zu traden oder eben immer nur einen bestimmten Teil unseres Kapitals als Margin zu verwenden. Und über diese Instrumente können wir im Prinzip im Forex-Trading auch unseren Hebel bestimmen. Ja. Da habe ich noch eine kleine Umfrage, und zwar, was glauben Sie denn, welche privaten Händler profitabler sind? Ja, die mit einem relativ kleinen Hebel, also sehr defensiv unterwegs sind, oder die mit einem sehr hohen Hebel, also sehr aggressiv unterwegs sind? Ja, was erwarten Sie, welche Händler hier profitabler sind? Vor dem Hintergrund vielleicht noch mal kurz ins Gedächtnis rufen. Ja, wir haben ja vor einiger Zeit so eine MiFID-Änderung gehabt. Da sind für die Forex-Broker, für den privaten Händler, die Hebel stark begrenzt worden. Ja, früher war das normal, Hebel 200, 300 zu kriegen bei einem Broker. Na, heute liegen wir bei den Major Currencies bei einem Hebel von 30, na, den wir maximal kriegen. Bei den Miner und Exotics, da liegen wir bei einem Hebel von 20. Na, die Indizes haben 10 zum Teil den Hebel, ne, Gold und Silber. Also das ist alles stark reduziert worden. Ja, und hier haben wir sehr eindeutige Antworten. Wir haben also fast 90% hier der Umfrageteilnehmer, die der Meinung sind, Händler mit einem kleinen Hebel sind profitabler, und etwas über 10% sind der Meinung, Händler mit einem großen Hebel sind profitabler. Und das ist komplett richtig. Ja, wenn wir uns das hier anschauen, haben wir hier ganz klar die Aufstellung. Auf der linken Seite, zur Erklärung einmal kurz, auf der linken Seite sehen wir die Profitabilität, also wie viel, welcher Prozentsatz der Händler ist profitabel. Und unten sehen wir die Hebel. Ja, von links nach rechts werden die immer größer. Und wenn wir uns das Ganze hier jetzt anschauen, na, dann sehen wir, bei einem Hebel kleiner 5 zu 1, also ein Hebel kleiner 5, da haben wir hier eine Profitabilität von 40%. Bei einem Hebel zwischen 5 und 10 rutscht die Profitabilität der Händler schon unter 30%, also nicht mal mehr ein Drittel der Händler, die mit diesem etwas höheren Hebel unterwegs sind, sind profitabel. Ja, und dann sehen wir, wie das immer weiter abrutscht. Also Händler, die mit einem Hebel zwischen 10 und 25 arbeiten, die sind nur noch 23% profitabel von. Und die richtig Vollgas geben hier, ne, da liegen wir weit unter 20% profitable Händler. Also auch das bitte immer im Hinterkopf behalten. Ein hoher Hebel ist kein Erfolgsgarant, ja, sondern bei einem hohen Hebel wirkt der Hebel fieserweise in beide Richtungen. Und wenn man da falsch liegt, dann ist ganz schnell ein großer Anteil vom Kapital weg. Ja. Also auch das bitte im Hinterkopf behalten. Ja, ein kleiner Hebel ist häufig besser als ein großer. So, dann hatten wir ja eben schon in der Umfrage gesehen, dass viele Händler auf eine hohe Trefferquote achten. Ja, dass vielen Händlern eine hohe Trefferquote wichtiger ist als große Einzelgewinne. Ja, und diese großen Einzelgewinne, die beeinflussen aber nachher dieses durchschnittliche Chance-Risiko-Verhältnis. Ja, und da sieht man dann eben, dass die Profitabilität steigt, wenn wir durchschnittlich höhere Gewinne haben.
Ja, aber das Problem, was wir da eben haben als private Händler, ist dieser Bereich Verlustaversion. Das heißt, man möchte als Händler typischerweise nicht verlieren. Das macht rein psychologisch auch völlig Sinn, ja, wenn man drüber nachdenkt, dass man vielleicht viel Zeit in die Planung von so einer Position steckt, dass man Märkte analysiert, ja, dass man vielleicht viel Bücher gelesen hat, sich lange vorbereitet hat und jetzt auf einmal der Meinung ist, man sieht irgendwo eine gute Trading-Gelegenheit, geht in so eine Position rein, ja, und dann läuft der Kurs direkt gegen einen. Ja, gibt es irgendwas Ärgerlicheres, als komplett falsch zu liegen von Anfang an? Eigentlich nicht, ja. Aber das Problem ist, dieses Falschliegen, das gehört bei uns zum Tagesgeschäft einfach mit dazu. Ja, also man muss sich daran gewöhnen, dass Verluste zum Traden mit dazugehören. Am Ende ist es einfach nur wichtig, für diese Verlustseite eine Regel zu haben, ja, zu wissen, wann muss ich aus einer Position rausgehen? Ja, wann liege ich tatsächlich falsch? Und man sollte vielleicht auch so ein bisschen von diesem Punkt weggehen, richtig und falsch. Es geht nicht darum, richtig zu liegen. Ja, und es ist auch nicht schlimm, wenn man falsch liegt, sondern es geht darum, mit einem konsistenten System zufällig zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Richtung unterwegs zu sein. Und dann ein Regelwerk an der Hand zu haben, was es einem erlaubt, aus diesem zufällig richtig gewählten Trade den maximalen Profit rauszuholen. Ja, und wenn man eben falsch liegt, ja, weil irgendeine Nachricht kommt, auf die man nicht geachtet hat oder die ungeplant war und auf einmal läuft der Kurs gegen einen, ist es halt nur wichtig, an der richtigen Stelle die Reißleine zu ziehen und zu sagen, okay, Dankeschön, das war's. Ja, der Trade ist nach Plan aufgegangen, der ist am Stop-Loss rausgegangen. Ich habe einen kleinen Verlust gemacht und das ist der Preis, den wir dafür bezahlen, die nächste Chance wieder nehmen zu können. Ja, das ist sehr wichtig, sich da ein bisschen drauf einzustellen. Und es geht einfach nicht darum, Recht zu haben. Ja, wenn ich mir aussuchen kann, ob ich am Markt Recht habe oder ob ich am Markt Geld verdiene, dann ist die Entscheidung sehr, sehr leicht für mich. Ja, ich möchte viel lieber Geld verdienen, als Recht zu haben. Und am Ende geht es nicht ums Recht haben, das ist nicht das, was wichtig ist. Ja. In einer wissenschaftlichen Untersuchung ist herausgekommen, dass es für die meisten Menschen viel, viel intensiver ist, ja, Schmerz über Verluste zu verspüren, als Freude am Gewinn. Ich habe das hier mal grafisch dargestellt. Ja. Zur Erklärung ganz kurz, das, was wir hier sehen. Wir haben hier auf der rechten Seite quasi die Gewinne, die nach rechts hin steigen. Wir haben auf der linken Seite hier die Verluste, die nach links hin größer werden. Ja, und jetzt haben wir hier zwei Achsen, die Freude nach oben und den Schmerz nach unten. So, und das, was ganz typisch ist und was in der Natur des Menschen liegt, was man aber als Händler einmal verstanden haben muss, um das zu überwinden, ist, dass wir typischerweise als Menschen einen Gewinn, ja, ich habe hier jetzt einfach mal 50 Pips im Forex genommen, einen Gewinn geringer werten, ja, als einen Verlust in der gleichen Größenordnung. Das heißt, wenn wir als Händler 50 Pips verlieren, weil wir falsch liegen, dann ist der emotionale Effekt auf uns durch diese 50 Pips Verlust deutlich größer als der emotionale Effekt über diese 50 Pips Gewinn. Ja. Und das ist genau das Problem, weshalb wir mit dieser Verlustaversion zu kämpfen haben. Das ist genau das Problem, warum die meisten Händler eben eine sehr, sehr gute Trefferquote haben wollen und viel zu wenig auf dieses Verhältnis durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust achten. Ja. Und das Bild bitte in den Hinterkopf einbrennen und das nächste Mal beim Traden an dieses Bild denken, ja, und immer wieder sich in Erinnerung bringen, es ist wichtig, Verluste relativ zügig zu beenden, also bitte nach Möglichkeit nur kleine Verluste zu haben. Und auf der Gewinnseite, ja, wenn wir richtig liegen, da möglichst viel rauszuholen. Am Ende ist es eine ganz einfache Geschichte. Wenn wir 100 Trades machen und liegen rein zufällig 50 Mal richtig und 50 Mal falsch, also im Prinzip wie geraten, und wir riskieren jedes Mal 50 Pips auf unsere Trades, und versuchen aber auf der anderen Seite, wenn wir merken, dass wir richtig liegen, mit einem Stop-Management, also mit einem Positionsmanagement, das Maximum aus einem Trade rauszuholen, dann werden wir sehen, dass wir eine Gewinn-Verlust-Verteilung haben, wo die Verluste auf der Unterseite ganz eng begrenzt sind,
auf der Oberseite aber immer mal wieder Trades auftauchen, die das Dreifache, Vierfache von unserem ursprünglichen Risiko verdient haben. Und über diese Verteilung entwickelt sich am Ende eine Equity-Kurve Stück für Stück immer weiter nach oben. Ja, und das ist genau das, was wir als Trader am Ende erreichen wollen. Und das ist wichtig, einmal zu verstehen. Dabei geht es nicht um die Trefferquote, sondern es geht um durchschnittlichen Gewinn und durchschnittlichen Verlust. Ja, und um das zu untermauern, haben wir hier wieder unsere Auswertung von diesen über 12 Millionen Trades, die hier gemacht worden sind. Und da sehen wir mal, für die typischen Forex-Paare, die gehandelt werden, ja, die sehen wir hier unten, Australisch-Dollar, Japanisch-Yen, Australisch-Dollar, New-Zealand-Dollar, Aussie-US-Dollar, Euro, Aussie-Dollar. Ja, das sind also die ganzen verschiedenen Währungspaare, die typischerweise von privaten Forex-Tradern gehandelt werden. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie die Trefferquoten hier aussehen, ja, in dem schlechtesten Markt, Aussie-Japanese-Yen, liegen wir bei einer Trefferquote von ungefähr 50%. Bei allen anderen Märkten liegen die privaten Händler mit ihren Trefferquoten deutlich über 50%. Na, wenn wir uns hier anschauen, Euro-Britisch-Pfund, da liegen wir bei über 60% Trefferquote. Euro-US-Dollar, ja, bei über 60% Trefferquote. Da will mir doch jetzt niemand erzählen, dass die privaten Trader nicht wissen, wie es funktioniert. Ja, also die liegen bei Trefferquoten deutlich über 50%. Warum sind denn dann so wenig profitabel? Naja, wir haben es im Prinzip gerade schon alles durchgesprochen. Ja, wenn wir uns jetzt nämlich die Verteilung anschauen, durchschnittlicher Gewinn und Verlust in Pips auf genau diese Währungspaare, dann sehen wir sofort, wo die Probleme liegen. Ja, nehmen wir uns mal hier den Euro britisch Pfund, wo wir ja gerade gesehen haben, da haben wir eine Trefferquote von über 60% in den Märkten. Ja, da schauen wir mal, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, da liegen wir hier bei durchschnittlichen Verlusten von knapp 60 Pips und durchschnittlichen Gewinnen von nicht einmal 40 Pips. Ja, also der durchschnittliche Trader, der durchschnittliche private Händler, der Euro-Britisch-Pfund tradet, der macht auf einen Verlust ungefähr 58 Pips Verlust, macht auf einen Gewinn ungefähr 38 Pips Gewinn. Ja, selbst wenn der jetzt eine Trefferquote von 60% hat, hilft dem das nicht weiter. Insgesamt verliert er auf die Summe seiner Trades Geld. Ja, und das ist halt genau das Problem, mit dem wir hier zu kämpfen haben. Ja, wenn wir eins mal weitergehen hier, Euro-US-Dollar, ja, da liegt der durchschnittliche Verlust bei weit über 80 Pips. Wir sind hier bei fast 90 Pips durchschnittlichem Verlust und haben hier nicht mal 50 Pips durchschnittlichen Gewinn. Das heißt, die durchschnittlichen Verluste sind beinahe doppelt so groß wie die durchschnittlichen Gewinne. Das heißt am Ende nichts anderes, als dass so ein Händler hier eine Trefferquote von mindestens 70%, besser 75% generieren muss, um mit diesem Handelsansatz erfolgreich zu sein. Ja, jetzt haben wir gesehen, was haben die für eine Profitabilität oder für eine Trefferquote, ne, 60%. Das reicht nicht. Ja, da verliert man Trade für Trade für Trade immer weiter Geld. Ja, und deswegen extrem wichtig, Chance-Risiko-Verhältnis beachten. Ja, die Trefferquote, die kommt nachher von ganz alleine. Ja, dadurch, dass wir ja mit nachgezogenen Stops arbeiten, mit dem Stop-Management und so weiter. Ja, das sind also die Bereiche, die dann da wichtig sind. Wir können vielleicht gleich nochmal auch kurz in die Plattform reingehen, dann können wir im Prinzip einfach mal einen Trade planen und uns das Ganze mal anschauen. Ich starte einfach mal parallel hier schon die Handelsplattform hier von Tickmill, dann schauen wir uns das Ganze gleich mal an. Okay, aber vorher gehen wir hier mal noch auf den letzten Punkt ein, und zwar ist das der Punkt Long Bias. Ja. Was ist überhaupt ein Long Bias? Ein Long Bias ist im Prinzip nichts anderes, als dass viele private Händler lieber Long als Short sind. Ja. Das ist am Ende auch nicht weiter verwunderlich, ja, wenn man irgendwie abends mal NTV schaut oder guckt mal ins Börsenfernsehen rein oder so, ja, dann sieht man am Ende der Tagesauswertung immer, dass es ein sehr guter Tag war und alle gut drauf sind und alle sich freuen, ja, wenn alles grün ist, wenn die Aktienmärkte gestiegen sind, wenn die Indizes gestiegen sind, ja, wenn es richtig schön Wirtschaftswachstum gibt so, und alles rund läuft, ja, dann sind die Händler zufrieden und alles ist toll.
Auf der anderen Seite, wenn wir mal sehen, wir haben mal einen Tag, wo es kräftig abwärts geht, vielleicht sogar wirklich mal 3-4% Verlust in den Indizes, ja, dann ist alles rot, dann sind alle schlecht drauf, weil dann sieht man Panikbilder von den Börsenhändlern, na, und dadurch kommt es, dass wir typischerweise in einem Long Bias drin sind. Ja, dazu kommt natürlich jeder, der irgendwo in einem Investmentfonds investiert ist oder der langfristig Aktien hält, der will natürlich, dass die Märkte steigen. Ne? Allerdings ist Long Bias eben etwas, das ist bei Forex Trades weniger problematisch, weil erfahrungsgemäß Händler, die im Forex-Bereich unterwegs sind, viel weniger Probleme damit haben, vielleicht ein Währungspaar Euro, Aussie-Dollar einfach mal short zu gehen. Ja, wenn sie der Meinung sind, der Euro wird schwächer gegenüber dem australischen Dollar, dann gehen die halt einfach mal short. Das ist bei Aktien und bei Indizes viel, viel seltener der Fall. Ja, bei Indizes liegt die und auch bei Gold und Öl und so liegt das Bias ziemlich klar auf der Long-Seite. Das ist ein bisschen problematisch, aber es ist grundsätzlich verständlich, warum das so ist. Ich möchte nur einmal kurz mit diesem Mythos aufräumen. Ja, und zwar sind die typischen Annahmen, gerade bei so einer Aktie, dass Long-Positionen ja unendlich weit steigen können, was ja prinzipiell richtig ist. Eine Amazon-Aktie hat irgendwann mal $12 gekostet, kostet jetzt weit über $3,000. Aber wenn man eben seine $12 damals in die Amazon-Aktie investiert hat, dann kann die auch maximal nur bis null fallen. Das heißt, wir haben nur ein Risiko von $12 und haben dafür aber ein unbegrenztes Gewinnpotenzial. Und deswegen bevorzugen so viele Händler die Long-Seite, ne? Und haben eben Angst vor der Short-Seite, ne? Weil das Ganze eben so aussieht, auf der Short-Seite ist es natürlich umgekehrt. Ja, eine Short-Position kann maximal auf null fallen. Das heißt, das Gewinnpotenzial ist ein Stück weit ja auch begrenzt. Ja, wir können ja nicht endlos verdienen, sondern irgendwann ist dieser Wert auf null und dann haben wir den maximalen Gewinn erreicht. Umgekehrt, wenn man jetzt aber bei $12 so eine Amazon-Aktie geschortet hätte, ja, und hätte die behalten, dann würde die jetzt bei über $3,000 stehen und man hätte einen gigantischen Verlust angehäuft im Verhältnis zu dem, was man eigentlich damit verdienen konnte. Ja, und deswegen hat sich über die Jahre so ein typisches Long Bias entwickelt bei den Anlegern. Das ist für einen Investor auch richtig. Ja, wenn wir einen Investor vor uns haben, ist das genau die richtige Variante, weil Märkte eben langfristig steigen. Ne? Wenn wir aber einen Trader vor uns haben, für einen Trader ist es am Ende völlig egal, ob ein Kurs steigt oder ein Kurs fällt, weil wir als Trader, als aktiver Trader, der kurzfristige oder mittelfristige Positionen eingeht, sowieso immer mit Stop-Loss-Orders im Markt arbeiten. Immer. Und diese Stop-Loss-Orders, die verhindern eben, dass wir einen unbegrenzten Verlust machen können. Egal, ob wir long oder short sind. Ne? Jetzt haben wir es gerade schon gesagt, langfristig tendieren natürlich die meisten Indizes oder alle Indizes und die meisten Aktien klar nach oben. Logischerweise, ja, so ein Unternehmen ist natürlich darauf aus, ein Wachstum zu generieren. Die möchten gerne die Umsätze steigern, die möchten die Gewinne steigern, ja, und typischerweise steigt darüber dann auch der Aktienpreis und mit den Aktienpreisen steigen die Indizes. Wenn man sich mal so ein S&P anschaut seit 1930, ja, der geht ganz klar von links unten nach rechts oben, ja, entwickelt sich immer weiter rauf. Und das wird sich auch über die Jahre nicht ändern. Allerdings haben wir eben auch immer mal wieder Phasen, in denen es zu starken Abverkäufen kommt. Hatten wir zuletzt jetzt gerade in den Technologiewerten ja auch sehr extrem gesehen. Na, da haben die großen Werte wie Zoom Video oder DocuSign oder auch die kleineren wie Peloton oder so, die haben teilweise über 20% an einem Tag verloren, an einem einzigen Tag. Also es geht auch mal dynamisch abwärts und das sollte man als Trader einfach nicht missen. Ja. Und dazu kommt der nächste Punkt, dass diese Gaps, die wir in den Märkten bekommen, typischerweise, wenn es denn zu einem Downgap kommt, deutlich größer sind meistens, als wenn es zu einem Upgap kommt. Das heißt, für einen kurzfristigen Trader sind Gaps im Prinzip, wenn man in der Long-Richtung investiert ist, noch problematischer
als wenn man in der Short-Richtung positioniert ist. Es gibt natürlich auch Gaps, insbesondere nach guten Earnings, die zur Oberseite laufen, aber die sind häufig kleiner als die, wenn jetzt irgendwo umsatzmäßig oder gewinnmäßig stark enttäuscht wird und vielleicht auch noch ein schlechter Ausblick geliefert wird. Ja, dann hat so eine Aktie mal schnell 20-25% über Nacht verloren. Ja, und das sind die Risiken, die man dann überwiegend trägt, wenn man auf der Long-Seite unterwegs ist. Das heißt, ich möchte so ein bisschen dazu animieren, wohlgemerkt immer nur, wenn man als Trader unterwegs ist, nicht als Investor. Ja, aber ich gehe davon aus, dass die meisten Teilnehmer hier heute Trader sind. Und von daher möchte ich so ein bisschen dazu animieren, in allen Bereichen, nicht nur in den Währungen, sondern auch in den Indizes, sich auch durchaus mal mit der Short-Seite zu beschäftigen, ja, und nicht nur Long-Trades einzugehen und mal zu versuchen, so ein bisschen dieses Long-Bias zu beseitigen. Ja. So, und im Prinzip haben wir uns jetzt fünf verschiedene Punkte angeschaut, bei denen es darum geht, wo liegen die häufigsten Fehlerquellen von privaten Tradern. Wir haben uns das in den Auswertungen angeschaut, die das wirklich ganz klar belegen. Das ist also jetzt nicht so, dass sich der Görsch hier hinsetzt und sagt, na, ich vermute mal, dass das so ist, sondern das sind wirklich belegte Punkte, wo die Hauptschwierigkeiten liegen, ja, oder wo die Hauptprobleme liegen. Und diese fünf Schritte, die wir jetzt hier halt haben, um zur Profitabilität zu kommen, ist natürlich als erstes mal das Konto ausreichend kapitalisieren. Ja, und da nochmal, wenn Sie noch nicht profitabel sind am Markt, macht es keinen Sinn, Ihre Kontogröße zu vergrößern. Ja, gehen Sie auf die Tickmill-Seite, da kriegen Sie innerhalb von 2 Sekunden, brauchen nur eine E-Mail-Adresse eintragen, kriegen Sie ein Demokonto gestellt. Da können Sie sogar selber noch festlegen, wie hoch dieses Demokonto kapitalisiert sein soll, und starten Sie damit. Ja, und dann nehmen Sie idealerweise so eine Demokontogröße, die nachher ungefähr Ihrer Startkapitalgröße für ein Live-Konto entsprechen würde, und dann üben Sie erstmal auf der Demo. Ja, das ist komplett risikofrei, das ist komplett kostenlos. Und wenn Sie merken, Sie kommen da in den Bereich der Profitabilität, ne, und immer dran denken, das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, nicht in Nettogrößen rechnen. Schon gar nicht, wenn man kleine Konten hat, nicht in Nettogrößen rechnen, sondern für uns ist nur wichtig, was verdienen wir im Verhältnis zu dem, was wir riskieren, also unser Chance-Risiko-Verhältnis, was verdienen wir im Verhältnis zu dem, was wir riskieren. Und der zweite Punkt, was können wir am Ende des Monats, am Ende des Quartals, am Ende des Jahres prozentual erwirtschaften? Ja, das heißt, immer gerechnet auf unsere Startkontogröße. Und das Schöne am Traden ist, dass wir das, was wir da realisieren können und das, was wir da erwirtschaften können, das können wir frei skalieren. Ja, also wenn Sie es schaffen, mit einem 10.000-Euro-Konto im Jahr 3.000 Euro zu verdienen, dann schaffen Sie es, wenn Sie dieses System 1:1 umsetzen und nur die Positionsgrößen anpassen, dann schaffen Sie es auch, mit einem 100.000-Dollar-Konto 30.000 $ zu verdienen. Ja, dann schaffen Sie es auch, mit einem 200.000-Dollar-Konto 60.000 $ im Jahr zu verdienen. Na, das macht am Ende überhaupt keinen Unterschied mehr. Diese Märkte sind so liquide, dass Sie am Ende als privater Händler jede Positionsgröße, die Sie sich leisten können, auch ohne Schwierigkeiten am Markt unterkriegen. Das heißt, wir haben nicht mit großer Slippage zu kämpfen und wir haben nicht auf einmal, wenn unser Konto wächst, schlechtere Ergebnisse als vorher. Na, wir haben es uns ja vorhin angeschaut. Je höher solche Konten kapitalisiert sind, umso höher steigt der Prozentsatz der erfolgreichen Trader. Ja. Und das ist das Schöne am Traden, dass diese Geschichte eben wirklich frei skalierbar ist. Ja. Der zweite Schritt zum Erfolg ist eben dieser ganze Bereich Trades planen. Wir haben es uns angeschaut, was ist da drin? Technische Analyse, Chart-Analyse. Ja, ich weise nochmal kurz auf heute 15 Uhr hin. Da geht es um den Bereich Chart-Analyse. Da werde ich ein paar tolle Chart-Muster zeigen, die sehr einfach zu traden sind und die auch, da werden wir es nämlich wieder sehen, die den Fokus auch auf diesem Chance-Risiko-Verhältnis haben, wo wir also ganz automatisch Trades aufbauen, die deutlich mehr verdienen können, als wir darauf riskieren. Ja, und das kann ein Baustein sein für so einen profitablen Handelsansatz, wo wir nachher sagen, hey,
Nur wenn wir solche Formationen im Chart sehen, ja, wenn wir die Trendrichtung erkennen und sehen, eine zum Beispiel eine Trendfortsetzungsformation in einer bestimmten Art und Weise, dann gehen wir in die Position rein und dann haben wir auch sofort automatisch unsere Linie im Sand und wissen auch ganz automatisch sofort, was können wir auf diese Position maximal verdienen. Ja? Und das sind halt zwei Bausteine, die einen extrem schnell weiterbringen im Trading. Wir kriegen sehr schnell ein festes Regelwerk, wir kriegen sehr schnell replizierbare Ergebnisse, ja, weil diese Varianten, die finden wir in allen Asset-Klassen, in allen Zeitfenstern, findet sich immer wieder das Gleiche. Und wenn man einmal so einen harten Handelsansatz hat, dann kann man den wirklich für jede Asset-Klasse und für jeden Timeframe durchziehen. Ja, also dieser Punkt, Trades planen, ist extrem wichtig. Der nächste Punkt, nicht overleveragen, ja, keine zu großen Hebel. Zu große Hebel führen häufig zu starken Verlusten, die beeinflussen uns dann wieder mental. Das sind dann einfach wieder Dinge, die für einen privaten Händler einfach ungünstig sind, verarbeiten zu müssen. Ja, und mit einem geringeren Hebel ist man etwas ruhiger am Markt unterwegs, ja, hat ein bisschen mehr Zeit auch zu planen und ein bisschen vernünftig zu überlegen. Ja, der P&L ändert sich auch nicht so schnell und das ist halt einfacher. Ja, haben wir auch uns angeschaut, auch auf den realen Konten mit geringeren Hebeln steigt die Erfolgswahrscheinlichkeit unter den Händlern. Ja, der vierte Schritt ist ganz wichtig, Verluste akzeptieren. Ja, nicht in dieser Verlustaversion verstecken. Verluste gehören zum Trading genauso mit dazu wie Erfolge. Ja. Nur diese Verluste sind im Prinzip unsere Einkaufspreise. Ja, wenn man das vergleicht mit einem Händler, ein Händler, der jetzt Schuhe verkauft, der versucht, die irgendwo günstig einzukaufen und dann an den Endkunden natürlich teurer zu verkaufen. Ja, wenn der sich mal verkauft und kauft einen Satz Schuhe, den niemand haben will, weil sie einfach nicht schick sind oder weil sie unbequem sind, dann bleibt der, wenn er Pech hat, drauf sitzen, kann die dann irgendwann zu 70% reduzieren und macht auf diese Dinge einen Verlust. Ja, und das gehört einfach zum ganz normalen Tagesgeschäft mit dazu. Das ist in jedem Geschäftsbereich so. Das ist eben auch bei uns als Trader so. Wir wissen nie, was passiert, wenn wir in eine Position reingehen. Ja, jeder, der sagt, er weiß das, der lügt. Ja, wir wissen es nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Verluste eng absichern und die Gewinne nach Möglichkeit laufen lassen. Der letzte Punkt, den wir hier drin hatten, war Long- und Short-Traden. Also nicht dem Long-Bias verfallen und uns nur auf eine Richtung konzentrieren, sondern idealerweise traden wir beide Richtungen. Ja, das waren die fünf Schritte zum Ziel. Ich habe jetzt zu diesen fünf Schritten noch einen sechsten Schritt für Sie. Ja, und zwar gebe ich zusammen mit dem Mike Seidel, ja, der mich ja eben hier auch schon so freundlich anmoderiert hat, am 12. und 13. Dezember ein zweitägiges Online-Seminar. Ja, in diesem Seminar werden wir diese ganzen Punkte, die wir hier heute auch abgearbeitet haben, werden wir versuchen, da zu beseitigen. Ja, und da sollte es so sein, dass alle Teilnehmer nach zwei Tagen ein komplettes Handelssystem an der Hand haben und genau wissen, wie muss ich mich in welcher Situation verhalten? Wann gehe ich in Positionen rein? Wo stoppe ich die ab? Wie gehe ich mit dem Trade Management um? Wie finde ich überhaupt Handelsgelegenheiten? Ja, wir haben ja ein riesig großes Universum an Assets, die wir handeln können. Ja, wir können Aktien traden, wir können Forex-Märkte traden, wir können Rohstoffe traden. Und wenn wir uns da anschauen, was es da gibt, wir haben 40, 50 verschiedene große Währungspaare. Wir haben 5, 6, 7.000 Aktien, die wir traden können. Wir haben 20, 30 große Rohstoffe. So, wie findet man überhaupt das, was gerade Sinn macht zu handeln? Und als zweites eben, wie handle ich das Ganze? Ja, ich kann mal kurz schauen, ob ich das hier einfach mal in den Chat reinpacken kann. So. Das ist einmal der Link, der zu diesem Seminar führt. Da können Sie sich das mal in Ruhe anschauen. Das kostet ein paar Euro, ist für ein zweitägiges Seminar recht günstig, wie ich finde. Und von daher einfach mal drauf schauen. Eine zweite Sache, die ich gerne noch empfehlen würde, ist die tägliche Marktvorbereitung vom Mike. Das ist auch
ganz toll. Ja, da gibt es jeden Tag potenzielle neue Handelsideen aus dem Forex-Bereich und auch aus den Indizes und aus den großen Währungen, aus den großen Rohstoffen. Und das kann ich im Prinzip auch nur jedem ans Herz legen, weil der Mike macht das sehr ausführlich. Der Mike zeigt seine einzelnen Trade-Setups, die er für den Tag findet, erklärt die genau, geht auf die Level ein, die wichtig sind. Und wenn man es schafft, sich regelmäßig in diese Webinare einzuwählen, die kommen halt morgens vor Markteröffnung, dann kann man da schon unheimlich viel draus lernen, wie dieser ganze Trading-Prozess bei einem professionellen Händler aussieht. Wie man das Ganze umsetzt, wie man Trading-Ideen identifiziert. Ja. Und das macht der Mike natürlich auch mit den Filterprozessen, die wir im Seminar bearbeiten, die wir im Seminar auch genau vorstellen. Er tradet da auch oder gibt Handelsideen nach Strategien, die wir auch im Seminar bearbeiten und die wir im Seminar auch genau erklären. Also wer da ein bisschen tiefer reingehen will, für den wäre dieses Seminar eine feine Geschichte. Und wer einfach mal schauen will, was es überhaupt momentan für Ideen am Markt gibt, der sollte hier wirklich mal morgens reinschalten. Ja, da nimmt der Mike sich extrem viel Zeit, macht das wirklich gut und das kann ich nur wärmstens empfehlen, da mal reinzuschauen. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Okay, dann würde ich sagen, ich packe noch zwei Links hier rein, und zwar einmal ist das eine Anmeldung zu meinem Trading Newsletter. Da kommt jeden Samstag eine ausführliche PDF-Datei über die wichtigsten Märkte. Da sind immer Analysen bei vom S&P 500, vom US-Dollar, vom Gold und von Öl und immer noch so ein paar Handelsmärkte, die gerade interessant sind. Das ist komplett kostenlos, kann man sich einfach über die Liste eintragen und kriegt dann auch da jedes Wochenende eine gute Analyse geschickt. Und dann packe ich hier nochmal den Link rein zu den Marktvorbereitungen vom Mike. Und damit haben wir im Prinzip hier alles, was für heute hier wichtig war. Ich schaue jetzt nochmal durch den Chat, was eventuell an Fragen da ist. Falls Sie zu dem Thema, was wir jetzt hier gerade durchgesprochen haben, noch irgendwelche Fragen haben, dann packen Sie die gerne in den Chat. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, uns das Ganze hier anzuschauen. So, ich gehe mal ins Fragenfeld. Jo, eine Aufzeichnung gibt es. Die Präsentation, die kann man bestimmt im Nachgang verschicken. Das wird die Elena sicherlich machen können. Okay. So, das war im Prinzip das Ganze soweit. Ich würde sagen, wir schauen mal in die Märkte rein und gucken uns gerade mal dieses Konzept des Chance-Risiko-Verhältnisses kurz an. Dafür nehmen wir uns einfach mal einen großen Index raus, hier jetzt den Nasdaq. Ja, der große Technologieindex. Ich will einfach nur mal kurz zeigen, wie so eine Trade-Planung aussehen kann. Ja, worauf wir im Prinzip achten. Das heißt, wir suchen immer erstmal nach sinnvollen Einstiegsgelegenheiten. Ja, die gibt es leider nicht jeden Tag. Aber wenn es gute gibt, dann sind die häufig lohnenswert. Und zwar machen wir das Ganze so, dass wir uns im ersten Schritt immer die übergeordnete Trendrichtung anschauen. Ja, und die übergeordnete Trendrichtung im Nasdaq ist im Moment recht klar zu sehen. Wir gehen dafür einfach mal kurz auf den Wochenchart, gucken uns das Ganze hier im Wochenchart an. So, ja, und da sehen wir ziemlich gut von März an, ja, von da an, wo hier die Corona-Pandemie kräftig zugeschlagen hat und viele Anleger hier panikartig das eventuell sinkende Schiff verlassen haben. Ja, seitdem sind wir hier in den Sequenzen ziemlich klar aufwärts gerichtet. Ja, ich zeichne einfach mal kurz die letzten Sequenzen hier an. So sieht das Ganze hier aus. Ja, das ist die laufende Aufwärtssequenz im Wochenchart. Da haben wir jetzt hier so eine kleine Gegenkorrektur gesehen. Ja, die nehme ich hier mal separat raus. Das ist die kleine Gegenkorrektur. Die läuft hier im Moment so als ABC-Korrektur, die aber nicht mal ein neues Tief geschafft hat.
Na, und wenn wir jetzt in die letzte Sequenz reingehen, dann sehen wir, dass wir hier schon wieder im Bereich steigende Hochs und steigende Tiefs auch auf Wochensicht sind. Das heißt, in Verbindung mit, ich mache das immer sehr gerne mit meinem Trendindikator. Ja, ich habe hier so einen eigenen Indikator entwickelt, Gersh Trend. Und da sehen wir hier auch ganz klar über den Indikator, wir haben hier 4 Wochen gehabt, wo der Trend klar abwärts war. Das war dann auch relativ zügig zu sehen. Und von da an sind wir in der langfristigen Sicht wieder in den Aufwärtstrend gegangen. Na, sehen das hier alles schön grün, sauber nach oben. Das heißt, Wochenchart sind wir hier klar aufwärts gerichtet. Wie sieht es auf dem Tageschart aus? Ja, wenn wir uns auf dem Tageschart einfach nur die letzten Sequenzen hier anschauen, na, dann sehen wir, wir haben hier so eine dreiwellige Aufwärtsbewegung, sind dann in eine kleine, ja, im Prinzip auch ABC-Korrektur gegangen. Und das, was jetzt hier wichtig ist, ist, dass wir kein neues Tief gemacht haben. Ja, wir sind nicht unter dieses Unterstützungslevel hier gegangen, sondern haben deutlich früher gedreht und sind hier wieder in die Aufwärtsrichtung gelaufen. Und das ist jetzt hier so ein schönes Einstiegslevel, so ein schöner Einstiegsbereich. Das heißt, wir haben hier eine ganz klare Trendlinie, die fällt, haben dann hier unten eine Bodenbildung drin über 3 Tage. Ja, das sind diese 3 Tage Bodenbildung hier. So, ja, das hier sind die 3 Tage Bodenbildung. Und dann haben wir an diesem Bereich hier den tatsächlichen Ausbruch. Und das hier war das Level, im Nasdaq long zu gehen. Und wenn wir uns jetzt die Punkte Chance-Risiko-Verhältnis anschauen, das, wo wir uns ja eben angesehen haben, das ist somit der wichtigste Part, auf den wir überhaupt achten müssen als Trader, dann schauen wir jetzt einmal kurz, wo gehört hier der Stop hin? Naja, relativ klar, ja, der Stop gehört hier unten hin, denn wenn die Bewegung sich weiter nach unten fortsetzen würde, dann würde sich im Prinzip dieser Abwärtstrend hier fortsetzen. Dann würden wir vielleicht sogar diesen letzten Aufwärtstrend hier brechen und dann wollen wir keine Long-Position mehr haben. Das heißt, hier unten liegt unsere Linie im Sand. Und aus dieser Linie im Sand ergibt sich natürlich auch immer unser Risiko. Ja, und das Risiko, das ist hier. Das ist das potenzielle Risiko. Das können wir hier verlieren, wenn wir diese Long-Position im Nasdaq aufbauen. Jetzt müssen wir auf der anderen Seite schauen, was können wir im besten Fall verdienen. Und dafür gucken wir einfach oben, wo sind die nächsten Widerstandslevel. Ja, und das nächste ganz klare Widerstandslevel ist dieses alte Hoch hier. Und das nächste ist dieses alte Hoch hier. Also dieser Bereich hier oben, das ist Widerstand. Und da nehmen wir typischerweise dann ein Level, was schon so ein bisschen unterhalb des Widerstandsbereichs liegt, für unser Ziel. Ja, das liegt dann ungefähr hier, ne, knapp drunter, hier ungefähr dieses Level. Das ist unser Zielbereich. Und dann sehen wir können, wenn wir zum Ziel laufen, hier ungefähr das Doppelte von dem verdienen, was wir riskieren. Das ist ein Trade, der im Prinzip genau dieses 2:1 Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Und das sind Trades, die wir prinzipiell umsetzen sollten. Ja, wenn wir jetzt den Einstieg verpasst haben, ne, und würden jetzt überlegen, vielleicht diesen Ausbruch hier zu kaufen, an der Stelle deutlich höher, weil wir sehen, boah, hier kommt richtig Druck auf, hier kommt richtig Momentum auf. Jetzt müssen wir wieder schauen auf der anderen Seite, wo gehört unser Stop hin? Ja, hier unten. Wo könnte unser Ziel liegen? Ne, hier oben. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was ist unser Risiko für den Trade, wenn wir hier kaufen und was können wir denn auf der anderen Seite verdienen, wenn wir zum Ziel laufen, ja, dann sehen wir, die grüne Fläche ist deutlich kleiner als die rote. Das ist ein schlechter Trade. Ein Händler, der jetzt hier gekauft hat und hier oben rausgegangen ist, der hat zwar einen Gewinn gemacht, ja, der hat seine Trefferquote verbessert, aber ein professioneller Trader, der sich das anschaut, der bewertet das Ganze als schlechten Trade. Ja, und das ist der letzte Punkt, den ich hier heute mitgeben will. Die Unterscheidung zwischen einem guten Trade und einem schlechten Trade ist nicht dahingehend zu treffen, ob der Trade profitabel war oder nicht, sondern ob der Trade A nach Regelwerk ausgeführt worden ist und ob der Trade
sinnvoll war. Ja, und ein sinnvoller Trade ist ein guter Trade. Und einer, der vom Chance-Risiko-Verhältnis schlecht war oder der gegen den Trend gerichtet oder gegen das Momentum gerichtet war, das ist ein schlechter Trade, unabhängig davon, ob der Geld verdient oder nicht. Ja. Und das wäre quasi hier mein Wort zum Sonntag. Das ist im Prinzip alles, was ich hier heute zeigen wollte für den Vormittag. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bedanke mich auch nochmal ganz recht herzlich bei Tickmill für die Chance, hier ein paar Worte zu meinem Handelsansatz zu sagen und hoffentlich die Trader, die jetzt dabei waren, ein bisschen weiterzubringen. Und ja, Mike. Jawohl, da sind wir wieder. Martin, herzlichen Dank. War sehr, sehr spannend zu hören, was du hier erzählt hast. Und ich habe mich in vielen, vielen Dingen an meine Zeit früher, als ich mit dem Trading angefangen habe, erinnert gefühlt. Viele Dinge, die kommen halt einfach und auf dem Weg zum beständigen Profit sind es halt immer wieder die gleichen Stellen, die gleichen Punkte, wo die Trader am Ende ankommen. Und diejenigen, die an diesen Stellen die richtigen Entwicklungen machen, die schaffen es dann ganz klar und einfach, den Weg ins profitable Trading zu machen. Ne? Und da spielen dann halt auch solche Dinge wie Kontogröße eine Rolle. Und das ist ein Punkt, den du auch gebracht hast, den haben wir im Seminar ja auch gesehen, wo wir in Dortmund waren, das Thema auch Hebel, dass man ja unheimlich viel Geld braucht und schnell investieren muss, damit man so schnell wie möglich reich wird. Und da haben wir ja auch in den Gesprächen dort gemerkt, dass da schon der ein oder andere den Gedanken hatte, gerade von den jüngeren Tradern. Und wo wir auch gesagt haben, Guys, das ist nicht so, das ist genau umgekehrt. Die Gewinne kommen mit der Kontogröße, weil du tradest dich von klein nach groß. Und wenn du dich von klein nach groß tradest, hast du viel, viel Erfolg und lernst daraus und weißt, wie es geht. Und genau das ist der richtige Punkt. Ne? Und die Trader, die umgekehrt anfangen mit riesengroßen Hebeln, und das sind halt oft die, die es eben nicht schaffen, langfristig im Trading dabei zu bleiben. Und das ist auch das, was ich immer wieder sage, fangt in kleinen Schritten an, wie der Martin das auch gesagt hat, am Anfang auf dem Demokonto. Ich persönlich bin jetzt kein Freund von Demokonto-Trading. Ja, das nutze ich gerne zum Testen von Strategien und so weiter und so fort. Aber es gibt halt eine Komponente, die hat ein Demokonto nicht. Und zwar ist das die Emotion, wenn man mit echtem Geld Geld verliert. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, Martin. Ich danke dir für deine Zeit hier heute Morgen. Ich schließe jetzt gleich mit dem nächsten Webinar auch an und wir zwei nicht, die Elena macht da deine Anmoderation, aber wir hier, unsere Zuschauer, sehen dich heute um 15 Uhr nochmal wieder mit dem Vortrag. Ich gucke nochmal kurz drauf. Profitables Trading ist keine Hexerei. Martin, danke und bis heute Nachmittag. Ja, danke, bis dann.